Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dead Space. So, in der letzten Folge haben wir hier die untere Ebene bei. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Raum ist. Bildgebende Diagnostik leergeräumt und gehen jetzt einfach mal mit dem Aufzug ganz gemütlich. Gehen wir mit dem Aufzug ganz gemütlich nirgendwo hin. Hä? Toll. Ich möchte gerne nach oben, du. Ach, da habe ich doch probiert. Ging nicht. Ist das umdrehen? Hat er keinen Strom und geht deshalb nicht? Aber da ging doch letztes Mal auch nicht. Ach, den. Uah! Mann. Ja, okay, man muss den blöd. Ja, man muss loslassen. Ja, okay, wusste ich nicht mehr. Ja, gut. Ja. Wollen wir einfach mal so festhalten. Okay, mit dem Aufzug nach oben. Ja, was ist das denn? Toll. Es blinkt und piept. Komme ich hier drüber? Was denn? Was denn? Was? Oh, da ist einer. Oh, ich renne doch voll rein. Au, 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 au. Hoi. Ich weiß, ich habe zu oft in den Körper geschossen. Ahahaha. In. Was auch immer. Arsch. Eine Hand. Und ein Teil eines Kopfes. Und da ist der Rest. Na dann. Boah. Okay, gehen wir mal rüber. Oh, speichern. Das ist eine sehr gute Idee. Schon lange nicht mehr, glaube ich. Habe ich das? Nein, nicht da. Jo. Ja. Aber diese Muni, kann ich da nicht auftauchen? Ja. Nein, okay, ficken, ey. Mann, was für eine Muni-Verschwendung, ey. Hallo? Da geht's nicht lang. Muss ich wahrscheinlich hier. Ach so. Ja, genau. Im Vakuum, wie der sich auch immer festhält, mit so Magnetstiefeln oder wie. Oh, das sind die. Da habe ich jetzt im Inventar diesen Kanister, so einen Luftkanister. Ich habe das, diese Vakuum-Sequenzen eigentlich immer ganz easy in Erinnerung. Da hängt noch einer. Die Ishimura ist schon ein leichter Schrotthaufen, ne? Oh, ich muss auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Mach auf. Da geht Licht an. Und ich höre was. Das hört sich an, als würde was krabbeln. Ach, das ist der Olle da unten. Ja, weg. Du quatscht mir. Ach. Was denn? Irgendwo ist was zugegangen. Control.
Wie ging das nochmal? Mal, hier liegen noch Sachen rum. Na, warte, Beispiel. Muss ich doch bestimmt da drüben. Wieso? Ob das so schlau war? Ja, so. War zu weit weg. Och, das wird doch. Jetzt brauche ich aber echt ein Navi. Bin ich von da? Ja, dahin muss ich, ne? Doing! Schakalaka. Ich kann natürlich nicht einfach drüber laufen. Aber ich kann in die Decke springen. Oder in die Wand, besser gesagt. Jetzt kann ich nach unten. Doing! Sehr elegant machst du das, Isaac. Und den Quatsch hier nicht mal vernünftig loslassen und einsetzen. Mann. Ende der Schwerelosigkeit. Yay! Credits, 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 Credits. Credits? Ich habe irgendwas aufgenommen. Sie haben ein Shockpad. Achso. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße. Ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Naja, wird schon hinhauen. Ja, da ist was. Was ist gut? So. Da ist irgendwo noch einer. Die hierher fliegen. Da ist doch einer. Da war noch einer. Muni, 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 flieg nicht weg. Muni voll. Kann ich eigentlich? So, nochmal rüber springen. Ja. Wo? Da. Ja, da. Wenn ich die Leichen hier rumfliegen. Guck mal, den in der Ecke. Der. So gut, sorry, aber ich bin da richtig geil. Ach, ja. Oh, der Schwerelosigkeit. So. Ein Tritt Vakuum. Mal hier durch. Uhuha! Die hörst du nicht. Wie geil. Stimmt. Das Geräusch. Alles so gedämpft. Müsste auch E drücken statt R. So. Durch. Ei, du blöder Sack. Ich find's zwar nicht so schlimm, weil wenn man sie nicht so hört, sonst treten die immer mit einem riesen Geschrei auf. Und jetzt der gerade, der kam einfach von oben runter, ohne irgendeinen Mucks. Das ist weniger schlimm, als wenn die dann machen und weiß ich nie was. Da erschrickst du ja mehr, ey. Ich habe das Gefühl, hier kommen noch welche. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier keine mehr kommen, oder? Wäre ja zu schön. Boah, nicht ins Gelände. Oh, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Du! Darf man nicht mehr in Ruhe auf die Uhr gucken. Na, gucken, wie lange, ey. Da ist noch einer. Da drüben. Du gehst mir auf den Sack. Die nerven einfach nur, wenn die die ganze Zeit rumhüpfen. In Fiddles? Geil. Hatte ich vorhin nicht noch einen Energieknoten gefunden? Ja, habe ich. Den können wir doch gleich mal benutzen. Ja.
noch. Warum ist hier eigentlich zu? Ach ja! Genau, mit einem Energieknoten. Kann man jetzt da rein? Ach ja, machen wir doch direkt. Meistens findest du nämlich gutes Zeug. Sie haben da unten was gefunden, richtig? Ja, wir haben was gefunden. Dann stimmt es also, was in den Texten steht, die ganze Zeit. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und dem, was ich gesehen habe, war nichts gründlich. Wir müssen es in uns aufnehmen. Wir sind die ersten Zeugen. Mathias lässt keinen in die Kolonie runter. Sie steht unter Quarantäne, bis wir mehr wissen. Zur Hölle mit Mathias. Gerade er sollte wissen, dass das hier größer ist als er oder die Operation oder die ganze Firma. Das ist unsere Erlösung. Reißen Sie sich zusammen. Da unten sterben Menschen. Nur die Wertlosen und die Ungläubigen. Aber ich bin gläubig. Sind Sie gläubig, Terence? Na? Boah, was ein Freak. Steht da Bitch? Nee. Hier. Ja. Am weitem sah das aus, so kurz so Bitch. Aber is it safe? Ist es sicher? Ja. Bitch. Ah, guck mal. Nochmal ein Halbleiter. Mir mal in die Schränke. Mann, er nervt. Kann auch den einfach nehmen. Nutzen so. Will das mitnehmen. Sonst nichts hier, ne? Weil für den Halbleiter kann man jetzt nämlich einen Knoten kaufen. Da hat sich das doch schon gelohnt. Da ist unser Freund, der seinen Kopf schmerzen. Oh, was zum... Hallo? Ja, so viel zum Thema... Meine Energie... Hau ab! Bäh! Bäh! Ekelhaft! Warte mal, dafür ist eigentlich lieber verbessert mit der Bombe. Weil die kommen immer in Scharen, ey. Bäh. Weh, es kommen wieder welche. Nee, da ist die Tür. Kam da vorher schon Wasser runter? Wahrscheinlich. So, gehen wir erstmal zum Shop. Oh, ja. Muss ich erstmal. Ups, aus dem Safe. Kleines Medipack. Was ist denn Safe? Ist das im Inventar? Ja. So, einen Halbleiter verkaufen. Yay. Mal gucken. Anzug, in neuen Anzug. Anzug, ja. Ja. Erstmal umziehen. Ja, schön reinquetschen. Hauptsache Licht. Baboom. Und ich sehe noch weniger als vorher wahrscheinlich. Er kann doch nichts sehen. Wie wird er was sehen bei dem Helm? Naja, egal. Was können wir noch machen? Als Objekt, ja, die Impulsprojektile. Fürs Impulsgewehr, die Muni, Energie. Nein, ich habe nur 15. Ich glaube, jetzt habe ich ein größeres Inventar. Ne? Wird leider nirgends angezeigt. Wie viel genau ich frei habe. Oh, yes. 6 Stück. Ja. Hatte ich vorhin auch, ne? Einmal speichern. So, weiter im Programm. Jetzt kann man das, glaube ich, in die Luft sprengen. Warte mal. Okay.
Das ist natürlich so ganz ungefährlich. So, und was uns in der Klinik erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss!